Ja, kannst du da, also ich war hier beim Bullseye, hieß das. Die meinten, es ist egal, ob du einen Waffenschein hast oder nicht, Waffen verkaufen die trotzdem. Ist Ja, auch wir voll die müssen coole uns Gesetze. beeilen. Ja, gucke mal. Da gebe so Trickesee. Du musst eben. Muss er oben klopfen, C? Denn du musst unten klopfen. Mann, tut's der Automat? Na, no, ich versuche wieder heile zu klopfen, aber irgendwie. Moment. Denn du klopfst unten. Funktioniert oder funktioniert er nicht? Ich gucke gerade. Du musst oben nochmal klopfen, sehen. Weil wann muss man denn auch nochmal klopfen, Mann? Er hält Ja. sich ganz schön hohl an. Ja, ich. Warte. Oh. Es gibt so Tricks, sehen. Erst oben klopfen, dann du musst unten klopfen. Ein bisschen härter manchmal musst du ein bisschen klopfen, sehen. Ja. Oh. Da kommt Alter! das Geld raus. Oh. Ui. Junge, Oh no, Polizei. Wir müssen weg. wie? Funktioniert er jetzt oder nicht? Ja, ich weiß nicht. Oh, Das er ist ist ja kaputt. verrückt. Ja. Irgendwie. Das funktioniert nicht, Mann. Oh, ja, ey. Guten Tag. Oh, Ja, da ist sie ganz schön am was ist denn Stehen. passiert? Ja, Kommen Sie mal weg das hier ein bisschen von dem stinke Raum. hier. Ui. Mann, ey. Können Sie vielleicht einmal kurz den Automaten checken? Er ist kaputt, Ja, das kann ich auch so sagen. Ja, der ist irgendwie. was ist denn hier los? Na, ja, ein wunderschön. Wer war jetzt da Ja, dran? dagegen rum, gegen Ja, wir geklopft. haben dagegen geklopft, sie. Ja. Dann zeigen Sie mir erstmal einmal Ihre Fingerschön. Sie kommen mal kurz mit ein Stück mit mir so ein Zeigen bisschen. Sie mal Ihren Finger. Oh. Ah, da sehe ich ja ein paar Fleckchen. Also. Ei. So, Hank, können Sie mir erstmal Ihren Ausweis geben? Ja, ich muss ja mal gucken, Ja, wo Mann. habe ich ihn gepackt, linke oder Hose. Ah, no. Hasi, da ich Nein, ich habe. stand da nicht bei. Der Herr Typ weiß, Hernandez. der hat Hasi, dagegen du kannst geklopft. mich Gonzalo nennen, sehe. Er sagte, der funktioniert nicht und er muss dagegen klopfen und ich habe drauf gewartet, dass der Automat voll wird. War ich da. Nein, Mann, der hat mir vorhin was gegeben zu essen. Der war nett. Und dann wurde ich hier zum Automatengeld abheben. Und dann die rannten vor mir über die Straße und Oi, haben was ist dann denn da hier los? standen dann Wieso da dran kommen und so der war viel die ganze Zeit am Polizier? Klopfen dagegen und sagte, ja, irgendwie tut's ja Lassen Sie nicht. sich davon nicht ablenken, alles ist gut. Und dann, Ja, ich habe irgendwann am eigentlich Anfang Angst vor euch, sie. platzte so eine Farbkanister-Geschichte. Eieiei. Herr Hernandez. Hasse. Was ist denn passiert? Ja, nix, ey. Ja, wie nix. Sie haben Farbe, Sie haben ein paar Farbkleckse an den Fingern. Was haben Sie denn da am Automaten gemacht? Das kommt doch nicht von alleine, Und ja, ne? mit, bitte. Ja, klar. Ja, ich wollte gucken, ob anders gehe, sie. Wie anders gehe sie? Ja, weißt du, Ja. letztes Mal, ich habe oben geklopft und unten geklopft, sie. Warum klopfen Sie auf den Automaten? Warum muss Ja, er so weil meine laut Karte sein? nicht rauskam, sie. Ja, dann klopfen wir doch nicht auf den Automaten. Ja, doch, manchmal, du musst so oben klopfen, dann unten klopfen, dann kommt mir Karte und Geld raus, sie. Machen Sie das überall so? No. Hier, ja. Und warum? Jetzt habe Was? ich aber Nicht unten dauernd geklopft am und dann Tag? oben geklopft, sie. Ja, sowas. Sie wissen aber schon, dass Sie damit den Ge Automaten beschädigen können, wie es jetzt in dem Fall passiert ist. Ja, das ich habe jetzt gemerkt, sie. Aber ich dachte, wenn du unterklopfe und dann oben klopfe, dann geht das nicht, sie.
Wenn ich ihnen eine Flasche Energy in die Hand drücke. Hasse. Und ich sage, jetzt geben sie mir bitte wieder zurück. Und sie sagen, nein. Soll ich dann auch oben klopfen und unten klopfen, dass sie dir zurückgeben? Man kann eine Premiere sehen. Ja, sehen sie. Ist auch nicht cool dann, ne? Sie verstehen, was ich meine. Man soll nicht einfach auf irgendwelchen Geräten, Gegenständen, Menschen oder sonst irgendwas oben und unten klopfen, nur wenn man dazu kommt, wieder was man haben will. Bisschen Geduld, vielleicht abwarten. Man kann ja auch vielleicht einfach mal die Polizei anrufen oder irgendwen anrufen, der es vielleicht damit besser auskennt und fragen, jo, Karte steckt fest, können Sie mir vielleicht kurz helfen? Ja, aber der Herr, da habe auch ein bisschen so gedrängelt, sie. Und sagen Sie einfach den Herren, können Sie bitte kurz warten, meine Karte steckt fest, das ist doch ein Problem. Ja, ich wollte mich beeilen, sie. Ja, also, was lernen Sie daraus? Ja, dass ich nicht gegenklopfe gegen einen Automat. Richtig. Ja. Okay, tut mir leid. Wenn ich schon mal Ihre Akte schon mal angucke, haben Sie das gestern auch schon mal versucht? No, gestern, ich habe gar nichts probiert. Gestern war mein Auto kaputt, sie. Naja, aber die Akte sagt da was anderes. Na, vorgestern. Ja, vorgestern ist was anderes, sie. Aber ist halt trotzdem. Haben Sie auch mal versucht, wahrscheinlich oben zu klopfen, unten zu klopfen, ne? No, da habe ich erst oben geklopft. Ja, sehen Sie, gucken Sie mal. Hat genau das Gleiche. Ja, da haben Sie die Dame schon gar nicht gelernt. Denn die Dame habe gesagt, das gehe so nicht. Ja. Jetzt sehen Sie. Da, dann drehen Sie sich einmal um und wird Sie einmal durchsuchen. Das ist eine Kanein-Kuh! Was ist das? Einmal die Hände hinterm Kopf. Oh, das ist eine Kuh. Ja, da passiert nichts. Lassen Sie die Kuh. Lassen Sie die Kuh sein. Kommen Sie mal mit zu mir, bitte. Kommen Sie mal mit zu mir. Drehen Sie sich mal da zur Wand. Einmal die Hände hinterm Rücken. Oder hinterm Kopf, also auch. Ich werde Sie einmal durchsuchen. Ja, jetzt killer mich nicht. Was ist das, eine Kuh? Gut. Da passiert schon nix. Ey Mann, siehst du die auch? Ja, du Kuh, rette mich. So, ich werde mal ihre Brechstange mal abnehmen. Ja, wieso nehme du das ab? Und die SIM-Karte nehme ich auch mit. Seid ihr alle beschmiert? Seht ihr die Kuh? Ja, wieso nehme du meine SIM-Karte mit? So, dann einmal die Hände hinterm Rücken und dann werden wir sie erstmal mitnehmen. Ja, wieso? Ja, weil hier der Strafmaß geht, dass sie versucht haben, Geld aus diesem Automaten zu nehmen, dadurch, dass der Automaten ihr rettet mich. Ihr kriegt mich nicht. Das bringt doch alles nichts. Sie wissen, dass sie es alles nur gerade schlimmer machen, als es sein soll. Nicht schon wieder Gefängnis. Bleiben Sie doch stehen. Bitte nicht. Oh. Bitte nicht. Herr Gonzales. Nicht Taser. Bleiben Sie stehen oder Taser stehen. Sie. Oh. Drei, ich will denn nicht in Gefängnis. Eins. Ach, Gott verdammt. Ja, dann eben, du Idiot. Jetzt warte. Er macht das nicht. Oh. Bleiben Sie stehen, Herr Hernandez. No, ich will denn nicht in Gefängnis. Oh, ich kann nicht mehr. Schnell weg. Er hat Kopfschmerzen wahrscheinlich. Bin gerade hier gegenüber von Würfelpark in dem Her und Her gelaufen, hab ihn verloren. Ja, du bist auch ein Idiot.
südlicher Würfelpark. Ich komme zurück wieder zur Stadt. Vom Würfelpark? Ich kann nicht mehr. No. Sie haben doch gar keine Chance. No, bitte nicht. Ach, ich muss hier durch. Ja. Schnell weg. Bleiben Sie stehen. Bleiben Sie stehen. Ah. Ja. Nein, ich... Aua. Sie sind vorläufig festgenommen, der Herr. Aua. Ja. Jetzt haben sie alles schlimmer gemacht. Jetzt haben sie alles viel schlimmer gemacht, als sie einfach stehen geblieben waren. Ja. Wieso ich nicht wieder kommen jetzt. Jetzt können sie aber mit hinterherkommen. Ja, warte mal, ich muss eben kurz die Kartusche. Ja, warte sie mal. Ich stehe das. Ihm hinterher die Nadeln aus dem Haus, aber die nicht. Aua. Ziehen sie mal. So, kurz ein bisschen die Kartusche hier können Sie festhalten, drücke ich Ihnen in die Hand hier, bitteschön. Können Sie festhalten, bis wir dann mit gleich einen Arzt haben, der Ihnen die Nadel rausholt. Aua, Mann, das tut weh. Oh. Dann mach ich nochmal die Tür auf. Bleib die einmal an. Gracias. Fahren Sie mich mal zum Würfelpark, damit die Kollegin gleich nicht alleine da steht.